dieses verschlagene Gesicht an? Ein Gesicht ganz ohne Mitleid. Kalte, tote Augen, so wie die eines Hais. Was ist es nur, dass Oswald McNulty macht und Patrick Star nicht? Hausaufgaben? Oh. Oder vielleicht sollten wir uns besser die Frage stellen, was macht eigentlich Oswald McNulty nicht? Steuern zahlen? Ihr liegt beide falsch. Oder vielleicht auch nicht. Ich meine, ich kenne den Herrn nicht persönlich. Worum es geht, ist, dass er nichts schmeckt, Jungs. Daraus zieht Oswald McNulty seinen Vorteil. Es sind diese Sekunden, die du brauchst, um den Burger zu schmecken, die dich ausbremsen. Von jetzt an stopfst du sie dir einfach in den Mund und schluckst runter. Ich darf sie nicht mehr schmecken? Das hört sich irgendwie verkehrt an. Interessiert mich irgendwie gerade gar nicht. Wir brauchen noch mal 100 Burger. Okay, wie Sie wünschen. Kommen sofort. Gleich lernt dieser Seestern ganz neu, wie man isst. Nämlich ohne zu schmecken. Da seht nur! Unser Champion! Er ist ein Traumstern! Kommen Sie, staunen Sie, sehen Sie zu, nächsten Sonntag. Das grandiose Esserlebnis am Gründertag. Seht den Held eurer Heimat, Patrick Star, wie er dem fiesen Fressack Oswald McNulty von drei Käfern weiter den Mund bietet. Und seht, wer den Bürgergürtel erringt. Sag, darf mein kleiner Junge dich mal was fragen? Bist du denn dieser tapfere Mann, der den Gürtel zurück nach Bikini Button bringt? Inspirierende Worte. Ich hab den Auerfuß vom Spielplatz, weißt du? Ja, ganz toll zurücktreten. Erzählt es allen euren Freunden. Ja.